Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen und wir gelangen nunmehr zur Abstimmung. Zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Versagen des Vertrauens gegenüber dem Vizekanzler Strache gemäß Artikel 74 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes. Dazu solch einen Beschluss des Nationalrates gemäß Absatz 2 der zitierten Verfassungsbestimmung die Anwesenheit von der Hälfte der Abgeordneten erforderlich ist, stelle ich die jetzt auch ausdrücklich fest. Und ich bitte jene Damen und Herren, die sich für diesen Misstrauensantrag aussprechen, um ein Zeichen. Das ist die Minderheit abgelehnt. Wir gelangen zur Abstimmung. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Zadic, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Distanzierung von der rechtsextremen Verschwörungstheorie des großen Austausches. Bitte jene Damen und Herren, die sich für diese Entschließung aussprechen, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Nehammer, Hafenecker, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Evaluierung von Lehrmaterialien. Wer sich für diesen Entschließungsantrag ausspricht, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen.